Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar sind die Updates jetzt auf den Testservern auch ja endlich da. Und es gibt ein Thema, über das wir sprechen müssen, und zwar über die dimensionalen Steine. Vorher zeige ich euch noch etwas, was ich euch ja gestern schon in dem Video gesagt habe. Und zwar im Herausforderer-Shop gibt es neue Helden, die ihr euch kaufen könnt. Und zwar einmal Ortrus und Solrath. Diese kosten 250.000. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Winnef, Anoki, Tarsi und Nara für 150.000 von diesen Steinen hier zu kaufen. Ja, das nochmal als kleines Update. Und dann würde ich sagen, klicken wir mal hier auf Freunde und dann hier auf die neuen dimensionalen Steine. Und zwar, wenn ihr hier auf Tauschen drückt, dann wird euch jetzt hier so eine Tabelle eingeblendet, so ungefähr wie halt, wenn ihr einen dimensionalen Helden kaufen möchtet, wie zum Beispiel bei Joker und Queen. Da hat es natürlich mehr gekostet. Es gibt ein Problem, und zwar ist das Ganze arschteuer. Ihr seht hier die 200 Steine. Ihr braucht 100 Steine, um einen Helden euch leihen zu können von einem Freund. Und ihr seht ja schon, was das Ganze hier kostet. Das ist nicht gerade billig. Und das Problem dabei ist, dass der Held auf Level 1 ist. So, das heißt, ihr müsst den Helden selber leveln, ihr müsst selber das Signature-Item hochleveln, ihr müsst selber das Hotel hochmachen und so weiter. Und ob sich das lohnt, meiner Meinung nach nicht. Also, es ist halt viel zu teuer. Also, wenn es jetzt so wäre und der Held wäre dann, was weiß ich, angenommen auf 5 Sterne, weil deine anderen Helden auch alle auf 5 Sterne sind, dann wäre es auch, dann würde ich sagen, ist noch okay, man kann es so verkraften. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es viel zu teuer, und da würde mich auch auf jeden Fall mal eure Meinung interessieren, weil. Also, ich persönlich würde das jetzt nicht machen. Und ihr habt den Helden dann halt für 30 Tage und dann ist er wieder weg. Und wenn ihr den Helden 6 Monate lang für diese ganzen Coins hier immer wieder denselben Helden euch leiht, dann habt ihr ihn anscheinend für immer, oder irgendwie sowas habe ich auf jeden Fall gehört. Also so, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert, und zwar, wenn du einen Helden 6 Mal hintereinander angefragt hast, das heißt 6 Monate lang hintereinander, kostet das Ganze keine Ressourcen mehr. Man kann hier 2 Helden im Monat sich leihen. Das Ganze ist halt auf jeden Fall teuer, weil, wenn man überlegt, einmal eins von 50 hier zum Beispiel kostet 2666 Münzen. Ja, da spare ich dann halt lieber an, um mir davon den Helden zu kaufen. Oder auch die Labyrinthmünzen, Gildenmünzen und Kasernenmünzen. Das ist halt einfach meiner Meinung nach viel zu teuer. Und ich hoffe, dass sie daran auf jeden Fall was ändern werden. Und ja, Leute, dann war es auf jeden Fall zu diesem kleinen Update-Video, zu den dimensionalen Steinen und zu dem Herausforderer-Shop. Die anderen Sachen, die ja reingepatcht wurden, die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, wie zum Beispiel das mit Kapitel 37 und so. Ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Update haltet, also von den dimensionalen Steinen haltet. Ich persönlich finde es halt viel zu teuer, und ja, bin mal gespannt, ob sie daran noch was ändern werden. Wie gesagt, mich würde eure Meinung interessieren. Rein damit in die Kommentare, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.